Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff war, aber er war pink. Und es hat nur 793 HP. 619. Ja, kann es sein, dass wir ein bisschen wenig Schaden machen? Oder ist das ein hoher Wert gegen das Viech? Ah, nee, es ist nicht. Es kommt auf die Attacke an. Wir haben noch eine relativ schwache. Ich habe schon Attacken gesehen, die hatten dann so 700 Angriffskraft. Okay. So, gut. Und jetzt der Finisher. Elektroschocker. Ich laufe einfach gelb an. Schön. Vierfach Kamehameha war das. Einfach gelb anlaufen dabei. Ja. Ich hau ab. So, das wäre jetzt, glaube ich, dieses Gebiet gewesen. Aber wir sind anscheinend schon zu spät, weil jedes Mal, wenn ein Digimon hier ist, das in die Stadt kann, gibt es diese wilden, komischen, hässlichen Viecher nicht. Ah, okay. Dann waren wir wohl leider ein bisschen spät dran. Ah, nein, 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 nein. Du nicht. Fast. Ben. Und schlafen wir einfach mal. Da hoffen wir uns zu digitieren. Ah. Oder auch nicht. Ja gut, wir können hier anscheinend gerade nichts tun. Deswegen nehme ich den Autopiloten. Nein, halt! Was mache ich da? Falsch, falsch, falsch! Rückgängig, rückgängig! Nein! Zonk! Einfach nur Zonk. Ja. Jetzt gehe ich zum Shop und hole mir einen neuen Autopiloten. Der bringt dich einfach wieder zurück in die Stadt, sozusagen. Yep. Der bringt mich immer zurück in die Stadt. Ey, ein Kartenautomat. Soll ich mal mein Glück versuchen? Moment, welche Karten habe ich gerade? Ah ja. Gut, das wäre jetzt Megadramon. Okay. Zumindest sie. Giromon, durchgeknallt. Ja, das kenne ich. Natürlich Greymon. Verfressen. So, das ist der Scheißhaufen, von dem ich geredet habe. Das ist auch der Scheißhaufen, von dem ich immer rede. Ja. Das ist grünes Schleimvieh. Das auch Scheiße mag. Aha. Gut, der gibt uns jeden Tag Fleisch, den dürfen wir nicht hassen. Und den hatte ich auch noch nicht. Erotisch. Ja. Wenn wir in der Tollmensch sind, dürfen wir gegen ganz, ganz viele von diesen Viechern kämpfen. Mhm. Und das sind wir. Hoi. Gut, ich wollte eigentlich in die Misty Trees wegen dem hier. Mhm. Wir müssen von ihm aus nämlich zu diesem Cherrymon gehen und dem sagen, es soll Nebel auflösen. Der war nämlich vorher ein bisschen dichter. Okay. Den Nebel habe ich schon auflösen lassen, bin dann aber nicht direkt zu Shogun-Gekumon zurückgerannt, sondern bin dann einfach in die Stadt. So wie jetzt. Ich glaube, das war der Fehler. Man muss den ganzen Wald nochmal zurücklatschen. Okay. Ja, es kann gut sein, wahrscheinlich. Und dann kann man bei Shogun-Gekumon Digimon-Karten eintauschen gegen gewisse Preise. Zum Beispiel eine gute Angel. Okay. Klingt interessant. So fast so wie im Pfandleier. Ja, ein Blick auf die Werte. Die stimmen alle größtenteils noch. Größtenteils. Jetzt müssen wir, wie gesagt, Zeit überbrücken. Lauf um den Brunnen. Nee. Gut, der Geschwindigkeitswert ist ein bisschen höher gegangen. Ich glaube, ich mache alle Werte mal so 100, 200, 10, 20 höher, als sie sollten. Weil das dann noch passt. Oder sagen wir einfach 30. Ja. Läuft aufs Gleiche hinaus. Gut, du bist noch zu fett, du kriegst jetzt nichts. Ja, schauen wir mal. Punching Glove. Krieg aufs Maul. Ja. Ich glaube, ich persönlich würde da hier in den Stein krachen, wenn ich von dem Ding erwischt werde. Schade, dass man das nicht testen kann. Ja. Aber ich weiß, selbst die ganz kleinen Digimon fliegen davon nicht weg. Die müssen doch auch voll wegfetzen. Ja, ist das sehr komisch. Ich fände es irgendwie witzig gemacht, wenn das Ding so ein bisschen aufs Gewicht reagiert, wie weit man wegfliegt. Ja. Je fetter, desto weniger fliegst du. Aber anscheinend momentan möchte ich nicht digitieren. Ich bin wählerisch. Du protestierst. Nee, du bist ein dummer Kackhaufen. Du widersetzt dich deinem Meister und wo du schon von Kackhaufen redest. Auf jeden Fall.
jetzt darfst du auch wieder was fressen. Nom, nom, nom. Ab und zu zumindest. Ja, gut, das ist jetzt 11 Tage alt. Die Frist ist eingetreten, von der ich geredet habe. Das sollte entweder bald passieren oder es löst sich auf. Oh, sehr schön. Das heißt, ich sterbe bald. Juhu! Hoffen wir einfach mal, wie ist es so zu wissen, bald in ein paar Tagen zu sterben? Es fühlt sich eigentlich relativ gut an. Ich hoffe nur, dass ich vor dem Tod nochmal kacken darf. Also direkt davor, so letzter Schiss und so. Aber klar doch, oder du stirbst und scheißt dann. Ja, das wäre auch ganz schön, du könntest mich nochmal anschreien. Das fehlt mir. Ah, sehr schön. Ich merke schon, wie scharf du darauf wirst. Auf jeden Fall, das macht mich voll geil. Ich muss doch dafür sorgen, dass mein Penis spitz bleibt. Die haben ja auch keinen Anspitzer hier, leider. Du löst dich auf. Juhu, ich sterbe! Aber du warst vorher nochmal scheißen. Wie ist das etwas? Schön. Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein Digimon, das ich mir ausgesucht habe. Es ist ganz einfach zu machen und ich hatte es auch schon 20 Mal. Eigentlich. Ich probiere jetzt mal andere Mon zu machen. Beim letzten Mal ist es zu Phoenixmon geworden, als ich das probiert habe. Okay. Das war einer der Fälle von hinten. Das war einer der Fälle so, ich erfülle zwar nicht deine Werte, aber du wirst trotzdem dazu. Ah, das ist ganz schön. Ich behalte mal deinen Namen, weil du bist ein süßer kleiner Geist. Nö. Nachdem ich den Schlaf wurde ich zum Geist. Ah, Hilfe! Es verfolgt mich! Er geistert mir nach, weil er mich gehasst hat. Ich Schwein. Ja, und Futter habe ich schon geholt. So, ja, circa eine halbe Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Und ich sehe gerade komische Bilder, die in meiner Config geschickt werden. Oh mein Gott. Penisse, die etwas anders zensiert werden, nämlich mit einem Arm. Da kommt da ein Penis unten ist da noch ein Arm. Das sieht etwas interessant aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Einfach Mookie Mann der Zweite. Ich mach dich jetzt mal schlau, das warst du vorher nicht unbedingt. Cool, klug. Ich brauch wieder Schnitzel. Ich geb dir aber einen Pilz. Kleine Kinder sind eh nicht wählerisch. Aber warum bin ich überhaupt gestorben? Ich weiß nicht. Lebenszeit vorbei. Das ist traurig. Ich wollte nicht digitieren und sterbe einfach. Das habe ich übrigens jedes Mal bei dem. Das ist sehr schön. Wahrscheinlich, weil du jedes Mal der Angriff um 30 zu hoch machst. Nein! Das hat ganz, ganz andere Gründe. Welche denn? Die wollen einfach nicht. Die hassen mich so sehr, dass sie dann nicht digitieren. Da darfst du nicht so viel schreien. Ach, ja. So, du kannst ruhig so viel hungern, wie du willst. Du wirst jetzt klüger. Klüger. Okay, klüg. Noch mehr klüg. Gib mir Gehirn! Oder ich digitiere einfach. Ja. Für so einen kleinen Geist kannst du aber echt gut rummotzen. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt hast du Zähne. Was ist denn das für ein Viech jetzt? Das kommt mir bekannt vor. Das ist doch das eigentliche Vorviech vom Patamon, oder? Ah, und ich mach's jetzt auch zu Patamon. Okay. Ich habe jetzt voll komische Geräusche, weil ich auf Highspeed digitieren weil ich dich ja auf höherer FPS hab digitieren lassen. Sehr schön. Ich verlass mal kurz das Gebiet, weil das macht mir irgendwie Angst. Dann spielen wir Horrorspiele mit höherer FPS. Und dann kreischende kleine Mädchen auf dich zu rennen und dich erwürgen wollen. Die Geräusche gehen nicht vorbei. Jagt mich einfach der Schatten aus Amnesia? Nooo! Er will dich. Er wird dich bekommen. Ja, das ist ganz scheiße. Aufhalten. Sonst so kacke ich auf dem Boden. Schrecklich. Ich glaube, irgendwas am Sonntag ist abgespackt. Wie bitte? Ich glaube, irgendwas am Soundplugin ist jetzt abgespackt. Ich habe die FPS jetzt mal normalisiert. Und die Soundabschlockung bleibt. Anscheinend werde ich das jetzt auch nicht mehr los. Wow! Ich
genauso wie FPS Drops. Ne, ich habe Frameskipping angemacht. Oh mein Gott. Warum tust du sowas? Cause I can. Hella. Oh, du frisst einen Pilz. Oh, du musst schlafen. Pilze. Wunderbar. Würde es dann wohl eventuell schon zu Patamon? Nö, lieber nicht. Wie schon gesagt, die schlafen normalerweise mal zweimal. Ja, merkt man. Du hast eine andere gepennt, du warst ein Frühchen. Tja, ich hab's drauf. Ja, das bin ja auch ich jetzt. Meine wiedergeborene Form. Das heißt, jedes folgende Digimon wird aus mir entstehen. Naja. Aus wem bin ich eigentlich entstanden? Ich glaube, das war ein Metall-Mamimon. Und wer war das davor? Welcher Gast? Shadow Ryu. Okay. Der kann selber gerade nicht so gut LP'en. Der hat nur ein paar Parts hochgeladen, die er noch auf seiner Festplatte hatte. Das weiß ich, dass er da momentan Probleme hat. Boah, du bist der schnellste kleine Flitzebogen der Welt. Geil. Heftig, rumfetzen. Lob. So. Was ist eigentlich die zweite Möglichkeit, die du da machen kannst? Biomon. Ich meine, neben den normalen Dreh gibt es dann auch was, was du auswählen kannst. Ja, es ist extra versucht, das ist dann so eine Slotmaschine. Okay. Und wenn ich dann Glück habe beim einarmigen Banditen, dann kriegst du auch bessere Werte, ansonsten kriegst du totalen Schrott an Werten. Interessant. Daher am besten lieber normal trainieren. Ja. Oder auf den Boden kacken. Man kann diesen Extra-Versuch allerdings auch gut dazu missbrauchen, die Werte aufs Maß zu trimmen, obwohl ich das nie mache. Weil es ja meistens passt. Schlecht wäre es wahrscheinlich nicht, das mal zu versuchen. Okay, probieren wir mal. Dazu habe ich die Frame-Map wieder normal gemacht. Okay. Mit der X-Taste bestimme ich, wann welches Rad stehen bleibt. Man muss echt aufpassen. Mist, zu spät. Ja, es ist gar nicht so leicht sowas. Was bekommst du jetzt? Ich glaube nur die Hälfte von dem, was ich normalerweise gekriegt hatte. Und du musst digitieren. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt digitierst du auf normaler Framerate. Hey. Ansonsten habe ich immer hochgelaggt, oder wie? Hey, die Zähne einfach nur mal raus. Du hast einen Haifisch gebissen, Alter. Bevor es nochmal auseinandergebaut wird. Zähne raus. Sehr schön. Patamon! Dam, dam, dam. Mit seinem Stummelschwanz. So. Ja. Es gibt auch andere Menschen, die einen Stummelschwanz haben. Ja. Und du hast jetzt Windcutter und Spinning Shot drauf. Spinning Shot ist schon wieder doppelt so stark wie Windcutter, also. Okay. Erwarte, dass die Attacke mehr Schaden macht. Nö, tu ich nicht. Oh, ja, stimmt. Dynamite Kick. Oder den. Booster Diefe. Buster Dive. Booster Diefe. Ja. Das macht genug Schaden, damit du einen von den Landen, damit du in deiner jetzigen Verfassung einen von den Waldviechern in einem Schlag ausnockst. Tja, so ist das. So. Eigentlich habe ich schon mehr oder weniger die Werte erfüllt. Ich muss sie nur noch auf 100 bzw. 1000 bringen, dann habe ich schon. Okay. Also auch nicht sonderlich viel. Na. Um zum Champion zu gelangen, braucht es wirklich nicht viel. Hm, merkt man. Also ist es dann mit dem Dingens ein bisschen anders mit dem Ultra. Ja, da muss alles stimmen. Das Gewicht, die Werte. Und du hast gesehen, ich habe alles erfüllt. Mehr oder weniger. Nein, hast du nicht. Ich denke mal, das war mein Fehler. In meinem ersten LP habe ich es nicht hingekriegt, einen Garurumon zu kriegen. Warum? Das hat mit der Disziplin nie gestimmt. Die musste auf 90% sein. Die war immer so auf 75 oder so. Ja, das ist ein kleines Problem. Ja.